Seid ihr herzlich willkommen. 27. August ist wieder ein Portaltag. Unserem Planet Erde steht mit den Plejaden in Verbindung. Das ist ein feinstoffliches Energiefeld, hat eine heilende Wirkung, befreit uns von Ängsten. Hier öffnet sich ein Tor zum Spiritualität. Wann ein Portaltag ist, das haben die Mayas berechnet. Die Quelle ist die Maya-Kalender. In diesem Abend werde ich ein Ritual halten, das beginnt um 23 Uhr. Per E-Mail kannst du gerne anmelden. Die Energieausgleich beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Um was handelt, darüber berichte ich bei diesem Aufnahme. Wie ich schon erwähnt habe, die Mayas haben das berechnet. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen oder Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang, das ist wie bei uns eine Woche. Die Zahl 13 spielt eine große Rolle bei Mayas. Das hat eine mystische Bedeutung. Die Mayas haben sogar geglaubt, dass die Zahl 13 auch Glück bringt. Dieser Portaltag, 27. August, befindet sich in ersten Welle und das eignet sich gut für einen Neuanfang. Das ist der 7. Tag dieser ersten Welle und das bedeutet, wie können wir unserem Träume leben, unserem Träume verwirklichen. Kann auch bedeuten, dass jemand tiefen Gefühlen für dich hat und sucht dann die Verbindung zu dir. Bei Maya-Kalender gibt es auch Symbolen. In diesem Portaltag haben wir als Symbol Manik. Und Manik bedeutet ein Hand oder blaue Hand. Und Hand symbolisiert, etwas in Hand zu nehmen und handeln. Oder etwas in Hand zu nehmen und genau anschauen. Überlegen, was möchten wir tun? Wie sollen wir handeln? Oder wir können die Hand reichen für jemanden. Jemand unterstützen und helfen. Umgekehrt kann das auch sein, dass jemand die Hand reicht und hilft uns. Und wir dürfen das auch annehmen. Die blaue Farbe spielt bei diesem Symbol auch eine große Rolle. Und das zeigt das Wasserelement unserem Gefühlen. Also wir sollen handeln, wir sollen aktiv sein, wir sollen schon unsere Ideen in Tat umsetzen. Da spielt natürlich das bewussten Ebene auch eine große Rolle. Aber bei Wasserelement, wo unserem Gefühlen handelt, oft sind wir in unbewussten Ebenen. Auf unserem gesundes Bauchgefühl hören und unserem Intuition folgen. Das ist die Quelle. Ich fasse zusammen, welche Themen sind bei diesem Portaltag und bei diesem Ritual. Angstbefreiung, heilende Energie, Spiritualität, unserem Quelle entdecken. Und es ist schon unsere Intuition und intuitiv handeln, etwas in Hand nehmen, unsere Ideen, unsere Träume und Wünsche verwirklichen, umsetzen
im Tat, dass wir das als Realität erleben dürfen. Es kann unserem beruflichen Traum sein oder oft die liebe Partnerschaft. Und das war diese Aufnahme. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.